Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch wir sind der Meinung, dass dieses Thema nicht zerredet werden soll und wir uns sachlich damit auseinandersetzen sollten. Und ich habe im Januar ausdrücklich auch die Rede des Kollegen Klenner gelobt und auch die wichtigen Punkte, die er damals genannt hat, angesprochen. Und Herr Kollege Klenner, ich hätte mir schon erwartet, dass wir dieses Thema, das wir in den letzten Wochen intensiv gemeinsam auch besprochen haben, unter anderem auch in Obleuterunden und im Ausschuss, dass wir das vielleicht auch gemeinsam angehen. Das finde ich sehr schade, dass das nicht gemacht worden ist. Ich sehe nämlich keinen politischen Streit, der hier in den Landtagsfraktionen, zumindest die mir wichtig sind, hier uns trennen würde. Also es gibt einen Streitpunkt, der sicherlich auf Bundesebene bestehen könnte, was die Widerspruchsregelung anbetrifft, aber der ist hier im Landtag nicht zu entscheiden. Da wären wir nicht der Auffassung der Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokraten. Aber die Punkte, die wir hier lösen können, da sehe ich sehr viel Nähe. Und ich möchte an ein paar Punkte anknüpfen, die die Kollegin Lück auch angesprochen hat. Vertrauen schaffen. Vertrauen schaffen ist aus meiner Sicht einer der zentralen Punkte, der bei Organspenden eine Rolle spielt. Das haben wir im Januar auch schon diskutiert. Und da gibt es negative Entwicklungen, die jetzt eine ganze Weile zurückliegen. Aber es gibt auch nach wie vor den Bedarf, dass wir uns intensiv damit auseinandersetzen. Wo ist denn die Auseinandersetzung in der Schule damit? Wo ist der Hinweis in den öffentlichen Einrichtungen, wo es stattfinden könnte? Welches Konzept machen wir da? Und das meine ich nicht besserwisserisch, weil das hätten wir ja auch vorher auch anders machen können, intensiver machen können. Das wäre lohnenswert gewesen, das gemeinsam zu diskutieren. Dann machen wir es jetzt anhand dieses Gesetzentwurfs. Der Gesetzentwurf selber ist 1:1 aus Bayern übernommen, soweit ich das lesen kann, was den Transplantationsbeauftragten anbetrifft. Zumindest habe ich die Gesetzestexte nebeneinander gelegt. Da war ziemliche hohe Ähnlichkeit. Deswegen wäre natürlich dann schon auch die Frage, Herr Minister, ich hatte Sie ja im Januar darauf angesprochen, da sagten Sie ja, der Transplantationsbeauftragte wäre das eine, aber es gäbe auch noch verschiedenste andere Faktoren, die in dem ganzen Zusammenhang eine Rolle spielen. Das sollten wir im Ausschuss dann erörtern. Und was mich schon auch interessieren würde, wie gehen wir mit der Vergütung der Intensivbetten aus bei der Frage der Menschen, die dann auch behandelt werden. Und es gäbe noch verschiedene andere Fragen, die Vertrauen schaffen könnten. Insofern werden wir selbstverständlich der Überweisung in den Ausschuss zum einen zustimmen. Ich glaube, es wäre lohnenswert gewesen, den Bogen etwas breiter zu spannen in diesem Zusammenhang. Aber wenn das der Anfang ist, dieses Transplantationsgesetz nach vorne zu bringen, dann ist das fachlich in Ordnung. Trotzdem, liebe Kolleginnen und Kollegen, hätte ich mir gewünscht, dass wir eine echte Anhörung gemacht hätten, dass wir den Bericht, den der Minister vorgelegt hat, ausgewertet hätten und alle Facetten in diesem Zusammenhang ausgewertet hätten. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Die Legislaturperiode hat noch einige Monate und Jahre zu bieten. Das können wir in dem Zusammenhang dann auch machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden der Überweisung zustimmen und das im weiteren Beratungsverfahren unsere Vorschläge einbringen.